Also ich hoffe, da kommt ein Block raus, ne? Wenn da jetzt Oh welche nein! kriegt. Mein Schild kannst du noch haben, ich weiß aber nicht. Ja, müsste ich eigentlich haben. Hier, warte. Eigentlich hatte ich zwei, aber das wurde. Nee, hier ist es. Nee. Ach, nehm einfach. Scheiße. Da liegt es. Ach, hier. Sieht das echt geil aus, Patrick? Das sieht mega, aber das ist halt nur so eine Mauer. Weißt du, wie groß das werden soll? Weißt du, wie viele Ressourcen du brauchst? Ja. Du musst eigentlich am besten, wenn du streamst, immer farmen. Mehr und Fragen beantworten würde ich an deiner Stelle machen. Nee, ich brauche nicht streamen. Ja, du weißt, was ich meine. Einfach das Hausfortschritt machen. So, ich bin jetzt aber auch mal offline, weil ich jetzt gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich wollte dir gerade einen Schleim beibringen. Nee. Hm. Na, komm, noch 2-3 Minütchen. Oha. Alles klar, Bro. 2 Minuten. Schleimball war das Stichwort, ne? Ja, Baby ist ein bisschen. Es wurde noch nicht so krass. Na, ich bin schon ruhig. Baby? Alles klar. Ich sag mal nichts, ich gehe halt wieder auf meinen Bildschirm. Nichts Besonderes vorgefallen. Nothing to declare. Oh, diese scheiß Skelette, da kann die mal bitte einen aus dem Spiel patchen. Ich weiß nicht, wo meine erste Höhlenerkundung, als ich 15 war oder 14 in Minecraft. Ich habe einfach Angst gehabt, das war für mich wie ein Horrorspiel. Ja, aber eigentlich, wenn du dir die Sachen mal gruseliger vorstellst, so ist es das ja auch. Naja, ne? Ja, wenn man mit Sounds und so spielt, mit den Minecraft-Sounds und so. Ist nicht ohne. Ja, darf man nicht unterschätzen, vor allem wenn man 14 oder 15 haben will. Klar. Das ist wild. Dann ist recht nicht. So. Weiß noch nicht genau, ob ich eine Veranda bauen sollte oder nicht, Petrit. Bro, Frag du halt. Hast gerade mal eine Mauer gebaut. Chill das mal. Ist die Veranda, Alter. Ja, mach. Soll ich echt eine machen? Können die doch, wenn du Platz hast. Muss die Zuschauer mal gleich im Stream fragen. Dödöd. Ich komme und mach alles kaputt, warte. Ich kann gerade gar nicht einschätzen, ob du. Würde ich so hart wegklatschen, wenn du das tust, liebe Eve. Ja! Was ist das? Freust du dich darüber? Klar. Ich mal Körperkontakt. Ich habe noch nichts gemacht, hau ab. Hau einfach ab. Was soll das sein? Das sieht so schrecklich aus. Findest du echt? Ich weiß, was ist das da unten denn? Jetzt hat's mir gerade ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Soll das Kellergeschoss werden, du Arsch. Dass ich das gesagt habe. Das ist so, Souterrain, ne? Souterrain. Souterrain. Alles Klärchen. Okay, es ist nicht ganz so abgefuckt. Ey, die Zombies spawnen einfach in der Wand. Ja, das juckt die einfach gar nicht, ich weiß. Der ist gerade einfach vor mir am Tag gespawnt. Einfach am Tag. Ja. Gibt halt einen Fick, ne? Würde ich mal so stark behaupten. Ja, mach mal. Wir sollen einen Zoo müssen wir machen. Lass den mal bitte da drin. Ja, doch. Das ist mein Bruder. Ich mache hier nichts kaputt. Ja, doch. Jawohl. Aber diese du Schuhe. Du läufst mir im Auto rum und guckst die ganze Zeit hin und her, ne? Bitte? Die ist ja schlimmer als sicher. Hast du jetzt mal angefangen zu bauen, Patrick? Wer? Ich? Ich habe mein Revier abgepisst. Not bad, quasi. Sag ich mal. Ja. Ja. Das kann man schon mal als Fortschritt. So baue ich eigentlich nicht. Ich versuche mal abzulenken von meinem, weil ich mal nachschauen muss, wie was gebaut wird und so, dann versuche ich da immer so ein bisschen von abzulenken und mach was anderes. Klappt nicht. Ne? Hast du selbst zugemerkt? Ja. Oh. Das und ich bin nicht der Hellste, wa? Das stimmt auf jeden Fall. Kann ich bestätigen. Komm mal her. Hallo, hallo, klopf, klopf. Ich stehe vor deinem Kellerfenster. Was mir aufgefallen ist, Revi, ne? Ah, verpiss dich. Revi. Ja. Ich glaube, dass ich dein Sklave bin, hat ja halt wirklich Tradition. Ich meine, das Video vor 4 Jahren, Gastarbeiter, ist mir gar nicht aufgefallen. Wirklich so, ne? Wo ich bei euch so irgendwie Erde abbauen muss, das weiß ich noch. Ja. Ewig. Das würde doch nicht auffallen, Patrick, Mann. Das waren schon Alba Kings Zeiten, also waren schon nice. Die waren schon ganz ohne. Ich hab mir sogar letztens die ganzen Videos vom Parodie-Battle angeschaut, weil, keine Ahnung, war für mich so ein voll heftiger Moment in meinem Leben. Rebi, was manchmal würde ich einfach irgendwie so einen Knopf haben, der einfach nur Patrick mutet. Wieso, Mann? Weiß nicht. Kann man doch. Was machst du da? Okay, sorry. Ich dachte, das hilft. Kann man doch mit Keybindings machen, oder?
Ja, kann man, glaube ich, sogar. Hallo, Person, kommt ein ich streichle dich. Du hast auch nichts zu tun. Ihr Schwuchtel. Was? Das lustige Eve ist einfach die Einzige, die keine Rüstung mehr. Die macht hier richtig so YOLO einfach. Ich habe ja, halt das erste Mal gerade Eisen gefunden. Wie kannst du 14 Tode haben und ich 32 mit so dieser Protection hier? Tja, weil... Hast du halt, hast halt volle Gegenstände? Weil ich, ja, die lasse ich halt zu Hause. Ich habe halt voll die krassen Sachen. Nur ich habe halt Angst, dass ihr mich tötet und mir das wegnehmt. Deswegen ja, laufe ich immer so rum. Ach so. Ja, ich bin nämlich der krasse Typ, ja, der schon alles in der ersten Folge schon gebaut hatte. Ja, ich habe auch noch nichts gebaut. Ja. Nein, eigentlich ist das, ich habe ja heute erst wieder aufgenommen. Ach so. Und wollte halt noch nicht farmen und sowas, ohne dass ich das aufnehme. Deswegen so. Meine Ausrede halt, weißt du. Ja, meine erste Folge war wieder, Petrit hat alle Schreiben kommen, aha, Petrit hat schon Sachen und fuckt jeden schon wieder ab. Ja. Ich glaube, das ist meine Aufgabe in diesen Projekten, die muss ich weiter halt durchführen. Ja, du also, musst ja deinen Ruf auch verfüllen. Ja, ja, vergewaltigen sag ich schon, verteidigen. Was the fuck? Not bad, ey. Wie ich mich versprochen habe. Sau gut. Warum ist dieses Wort so in meinem Sprachgebrauch drin? Das benutze ich gar nicht so. Lass uns da nicht drüber fachsimpeln. Kann ich hier mir irgendwie eine Knifte holen bei Regen? Was? Eine Schnitte? Was weiß ich nicht, kannst du gönnen. Ich glaube, der hört gerade nicht so. Okay, was hat er denn hier? Raw Chicken? Nee, da ist bestimmt Salmonellen, der hat keine Bio-Hühner. Salmonellen. Ich weiß nicht, dieses Wort habe ich als erstes im Bio-Unterricht in der 5. Klasse. So, meine Freunde, ich bin jetzt mal. Ja, ich bin jetzt tatsächlich mal. Grüß dich. Und das halt aufnehmen, Perrin, ich sag gleich Bescheid, wenn ihr es will, okay? Ja, kannst alles vielleicht einen Ticken später kommen, ja, okay, aber. Okay, bis später, ja. Tschüss, tschüss. Was? Was? Ich glaub, der jetzt hat sich in seinen scheiß Bot da gemischt. Jetzt. Nein! Aber du kannst halt looten, ne? Da muss ich raustabben. Ja. Was macht der? Sag nicht, dass du Minecraft den Full-Fullscreen spielst. Ich würde mich mal eben. Ich hab grad einfach nur einen Monitor. Oh Mann! Ja, aber warum spielst du Minecraft denn nicht im Fenstermodus? Weil das meine Grafikkarte, glaube ich, nicht macht. Ah, okay. Also mein Onboard-Chip. Ich hab keine Rechte, glaube ich. Nee, ich muss einfach ruhig raustabben und das muten. Ich glaube. Ich mag den Musikgeschmack von Revi nicht, deshalb muss ich das auch machen. Ich mag Revi nicht. Ach, Revi. Oh Mann! Oh, wie aufdringlich! Er ist einfach da reingelaufen, Mann. So, ich muss kurz abchecken. Gucken wir mal, wie Craft Attack angekommen ist. Ah. Oh Gott, ey, ist das schön, wenn der Schmerz aufhört. Vor allem die Musik, ey. So. Hast du jetzt schon irgendwas gemacht hier? Nee, gar nichts. Ich habe nur gefarmt und Leute abgefuckt. Ich habe also und? Quasi da, wo Revi ist, da oben habe ich ja schon ein paar Säulen aufgestellt. Da werde ich mal so einen japanischen Tempel bauen. Wo hast du das gemacht? Wo bist du denn? Ich komme mal zu Revi zurück. Schau mal da, wo ich schaue. Ach, da oben. Siehst du diese Säulen? Da ja. Werde ich, werd ich erstmal diesen linken Berg da abtragen und den rechten. Das wird ein paar Stunden dauern und dann werde ich da so einen riesigen japanischen Tempel bauen. Welchen linken Berg? Da, wo die richtig große Säule ist. Dahinter das Stück und ein bisschen mehr rechts noch dieses Stück. Okay, aber nicht da, wo mein bescheidenes... Hey, wo ist denn dein Haus? Warte. Nee, das werde ich nicht berühren, das Stück. Da unten. Ach nee, das nicht, das bleibt da. Da will ich nämlich irgendwie so ein, mal schauen, in den Berg auch was rein, so eine Dachterrasse und dann Jacuzzi oben drauf. Yeah. Wird ja, das so Jacuzzi mach ich auch. Wird das so die In-Party-Location, weißt du? Ah. Ja. So, ja, Felix macht auch immer einen Jacuzzi. Aber ich würde den so groß machen, also größer als Revis Haus oder Sparks, weil das würde so richtig mächtig werden. Ja, man muss auch so ein bisschen Schwanzvergleich, ist auch wichtig. Ja, weil die letzten Seasons hatte ich einfach nur so eine Dreckshütte. ja, du hast halt lieber so ein bisschen rumgeguckt, ne? Season 1 war im Haus, schau. Schau mal, von hier ging das bis hier. So groß war das. Ja, so, reicht in dieser doch. Größe und dann bis hier. Und Season 2 habe ich mir mal auf die Kacke gehauen, habe sogar einen zweiten Stock gemacht in der Größe. Und jetzt dachte ich mir, mache ich einen Tempel. Weil, keine Ahnung, die fucken sich nicht drauf ab, aber keine Ahnung. Die sollen mal auch sehen, dass ich was kann. Aber ist ja eh auch Craft Attack, ne? Ja, ich weiß. Ich bin eigentlich nur der Leute abfuckt. Ich mache auch immer so gerne Minispiele. Wir haben immer so gerne mit Rotpilz immer so Versteckenspielen in Craft Attack gemacht. Oh, das ist geil.
Da hat einer gezählt und dann der andere muss es suchen. Das war eigentlich ganz witzig. Aber es geht erst, wenn die Stadt gut aufgebaut ist. Oh, das finde ich sehr cool. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Ja, finde ich auch. So. Was macht der Misset jetzt hier? Ja. Komm, wir machen was kaputt, schnell. Ich baue einen so einen Stein hier irgendwo raus und dann fällt ihm das nachher auf und dann rastet er voll aus. Warte. Warte. Nee, obwohl, dann tötet er mich und so. Nein, der tötet dich nicht. Warte. Mach du das lieber. Warte, das Glas. Nein, das kann er nicht wieder. Das kannst du ihm nicht irgendwo in die. Das soll ja schmerzhaft sein. Ach so, ich dachte nur. Boah, weißt du, was mies wäre, wenn ich den Clay rausnehmen würde und das einfach mitnehmen würde? So ein, zwei Stück. Aber ich weiß nicht. Der hat schon richtig. Also, ich hoffe, da kommt ein Block raus. Ne? Wenn da jetzt oh nein! Nein, ne? Sag mir nicht, dass das jetzt weg ist. Ich hab das auf Video als Beweis, dass ich es nicht war. Das. Oh Gott, Revi würde mich killen. Man muss das mit der Spitzhacke abbauen, dann kriegt man das erst raus. Soll ich das Video lieber nicht veröffentlichen? Kannst du das raus? Dann können wir sagen, wissen wir auch nicht. Nee. Ach, sie ist da. Dirt einfach hin. Nein. Warte. Hä, wo ist das? Holz. What the fuck? Hä? Hast du in der Hand? Na, es packt gerade ein bisschen rum. Oh Gott, das wird so. Er wird so ausrasten einfach. Aber er wird so vom Feinsten ausrasten. Ja, sieht doch schön aus. Kunst. Ich finde, das fällt auch nicht auf. Nee, gar nicht. Da kommt ja der Boden drüber, aber da vorne sieht man das. Also wenn man ein bisschen Händchen hat, so für Architektur und Inneneinrichtung, dann macht man genau sowas nämlich. Ja, genau. Weil das andere ist ja lame. Genau. Aber das ist so richtig typisch Rebi. Quarz und Clay. So baut er immer seine Häuser. Quarz und Clay. Immer? Ja, immer. Der baut ein Masterbuilder, ist immer mit Quarz, immer mit Quarz. Ich gucke ja nie andere Videos. Ja, das kann ja sein. Also mit meinem Texturenpack sieht es richtig geil aus schon. Ich habe deinen Texturenpack gesehen, da sehen Sachen sehen sehr groß aus, wenn man die in der Hand hält. Ja, das stimmt schon, die Blöcke und alles ist ziemlich groß. Aber trotzdem, ich mag das einfach voll gern. Ich finde, wenn mein PC das über. Also Season 2 habe ich das geschafft mit Full Shader, also richtig Realistic Shader. Und Texturenpack zu zocken. Hast du mit Zeus gezockt? Ja, mit diesem heftigen Zeus, wo alles richtig übertrieben geil aussieht. Ja, ich auch. Aber ich wurde gerade in den falschen Channel reingeruft. Hallo, ich bin Petro DLP. Moin. Danke. Vielen Dank für Ihren Besuch. Was? Ich glaube, du solltest eine unter uns gemoved werden, wo Revi und Sturmwaffen sind. Kann das sein? Na, ich war da eben. Er hat mich hier reingemoved. Ach, Revi, Alter. Kaufen Sie jetzt eine Version und bekommen Sie noch eine gratis. Das ist so Revi, so. Wer ist das? Mrs. Luna Mia singt. Aha. Guck mal, die Kandidaten. Interessant, ey. Ich glaube, mein Talent hat nicht so überzeugt. Ey, Mike. Ja. Hast du mich denn schon abonniert? Ja, moin, hab ich dich abonniert. Wie heißt mein Kanal? Ich weiß es nicht. Aber ich hab dich bestimmt abonniert. Hast du mich schon abonniert? Ja, ich hab zu viele Leute abonniert. Ich hab da keinen Plan mehr drüber. Abonnier mal bitte EVLP und PetroLP, danke. Ich glaube, PetroLP habe ich sogar. Ich weiß es nicht. Oh, ich hab vergessen, dich zu deabonnieren. Ja, deabonnier mich bitte. Ich schau mal grad kurz. Ja, dass du das auch mal jetzt wirklich machst. Mann, das ist ja eine Frechheit, einfach hier in den Kanal zu kommen und nicht abonniert zu haben. Wie viele Herzen zieht das ab? Bleib mal stehen. Warte, lass mich erst wieder voll. Vier, ne? Ja. Ja, okay, dann wird das angezeigt. Die Herzen ja so schön rumspringen. Jetzt gehst du mir ein bisschen Essen bei Revi aus der Kiste holen. Oh, danke. Nicht, dass ich mehr Essen bei Revi aus der Kiste geholt hätte. Mach das einfach so. Komm mal mit, ich zeig dir, wie man essen, wenn du überleben willst. Gehst einfach jetzt hier so rein. Nein! Ach, schau, guck. Auf diesem Kanal geht das erste Mal, was man sieht, ist Petrit. Okay, ist weg. Erzähl's gerade den anderen. So, ist das Wasser gefallen. Du nimmst und dann pflanzt du einfach nach. Das wächst relativ schnell nach. Ja, das mache ich ja gerade, aber ich krieg nicht so viel Seeds daraus. Immer. So, ja gut, ich hab die ja alle bekommen jetzt. So, ne, ich krieg immer so einen Stack, das reicht immer. Okay, ja, ich fange ja, hat mal klein angefangen. Ich habe ja auch schon Kartoffeln ganz viel angepflanzt und. So. Und jetzt kannst du daraus aus dem schönen Wheat. Brot machen oder Plätzchen. Ist eine, Brot. Danke. Das kommt ja schon gebacken raus, ne? Ja. Das ist ein bisschen. Ja. Also kann man das nochmal backen? Das wäre jetzt natürlich geil. Das wäre geil, wenn man das toasten könnte irgendwie. Kann man nicht, oder?
Nee, kann man nicht, habe ich gerade probiert. Shit. Oh, guck mal, was er hier alles macht. Oh, da kannst du einen wieder raus. Keystone. Oh, Kartoffeln rausnehmen. Schön mal P. Oh, das ist voll ich möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden. Nein, das sind. Nein! Ja, du hast sie berührt, du hast sie berührt. Ich hab sie aber nicht aufgesammelt. Geil. Nein! Nein! Lass mich mit Revis Kartoffeln in Ruhe! Nimm doch diese schöne Kartoffel, siehst du alleine, die nur gegessen werden. Wenn du die nimmst, dann sind das Beweise. Ne? Leg die mal hin. Ja! Ich weiß halt. Du musst sie nehmen, das wird sein. Ich weiß schon, Revi wird dann so einen Lock fordern vom Server. Wer hat die Kartoffeln genommen? Also ich könnte natürlich dich erpressen, wenn ich dich sage, wenn du die nicht nimmst, dann töte ich dich. Ja, dann mach doch. Oh Mann. Ich hab das alles auf Band. Hat man in den 80ern und 90ern gesagt. Ja, stimmt. Bogen. Warum spawn? Oh, du bist, glaube ich, sehr. Was bin ich? Die sieht nicht gut aus, glaube ich. Ich hab dir gesehen, dass du. Was? Gerade vom Creeper fast weggejagt worden bist. Oder? Bin ich doof? Nee, stimmt gar nicht. Guck mal da. Hier, ich hab ganz viel. Lass mich mit der Kartoffel in Ruhe. Nein, ich höre ja schon noch. Sag mal. Hier hab ich auch was gewonnen. Ich hab's immer noch nicht. Das dauert halt so lange, bis du. Hey, wie schön, mit den Sonnenblumen. Wo hast du die Sonnenblumen her? Die wuchsen irgendwo. Also bei irgendjemandem auf dem Grundstück. Nee, Quatsch. Ey! Ja, du musst sie nachpflanzen, da kriegst du mehr raus. Aber ich finde, das sieht so schön aus, wenn die so. Tatsächlich, mach die Hälfte aus Samen. Du hast eine Hacke? Ja, aber zu Hause. Ich lasse immer alles zu Hause, weil ich so oft. Oder weil ich mal Angst habe zu sterben. Ja, dann hol die mal her und behack das wieder alles. Ich will ein Steak pflanzen. Dann pflanze ich mal hier ein paar Melonen an. Wo ist denn meine Hacke? Das ist so ein richtiger Oma-Garten, den du hier gemacht hast. So null produktiv, aber sieht schön aus. Ja, ich wollte, dass es schön aussieht. Oh Mann, ey. Davon kannst du dich zwar schon ernähren, aber. Ja. Also, das ist gut, weil wenn du so einen kleinen Garten hast, kommt keiner zu dir und wenn er Essenprobleme hat, wie ich gerade bei Revi, dass dann deinen Garten grieft. Stimmt, das lohnt sich halt für keinen, ne? Lohnt sich einfach null. Praktisch, siehst du? Ja, ich weiß, das ist für mich auch blöd, weil ich da ständig ja am Pflanzen bin und sowas, aber ich finde es irgendwie schöner. Muss ich ein paar Fackeln platzieren, weil sonst können irgendwelche Zombies. Warte. Ey, kommen die ganze Zeit bei mir die Viecher hin. Mach mal hier ein paar Fackeln. Dann. Oh ja, kümmer dich mal um mich hier. Dann wird hier nichts passieren. Was ist denn hier? Das ist ein Höhleneingang, okay. Das ist meine Private. Ach so, okay. Das wird so eine Lounge. Das ist ein Dance Club, ja. So, ich habe hier ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht. Genau. Wie ist das eigentlich mit dem Wasser? Ich weiß immer nie, wie viel man braucht für so ein Feld. Das reicht auf jeden Fall. Ich weiß, hab's vergessen. Ich dachte mal, zwei Felder da drum wird das durchwässert. Ich mache immer eigentlich mal so richtig die Ackerfelder, also immer so 10 Stück, also 10 Blöcke Wasser und dann reicht das, glaube ich. Ach, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Ich wusste früher die Quote. Warum liegt hier eine Kartoffel? Die. Keine Revi-Kartoffel, nee. Nee, das ist keine Revi-Kartoffel. Das ist eine Revi-Kartoffel. Mann, die dauert immer so lange. Lass mich. Ja, ich höre ja schon. Ich geh mal kurz weg. Ich habe hier auch Bio-Hühner übrigens. Bio-Hühner? Was sind denn Bio-Hühner, bitte? Ja, die werden nicht mit irgendwas Schäbigen gefüttert oder so. Oh Gott, ich werde gerade richtig penetriert. Oh mein Gott. Ja, aber das ist gefährlich hier. Der Oma-Garten ist in einer gefährlichen Umgebung. Ja, das ist richtig in der Hut hier. Warte, ich zerstöre mal diese Skelette. Die Schilde sind so stark. Boah, ey, krass, ey. Wie viele da auch immer nachkommen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, komm, ich mach die jetzt mal alle weg und dann ist gut. Erst in der nächsten Nacht. Irgendwann werden die uns halt nicht mehr nerven, weil wir dann so alles beleuchtet haben hier. Ja, stimmt. Das deshalb lieber das. Ich finde das schon lustig so, weil sonst ist das so zu einfach. Ja, es macht schon Spaß natürlich immer, wenn man merkt, es wird nachts schnell nach Hause rennen, weil man schon die Hose früher, voll hat. Also 1.8, in der 1.8-Version hätte das kein Gejuckte. Ja, stimmt. Vor allem nicht auf der Schwierigkeit. Boah, bei mir darf echt keiner meine Videos gucken. Ich laufe nur verplant rum, vergesse, was ich machen wollte. So mache ich meine Videos auch. Also bei CraftX. Totales Chaos in meinen Kisten. Ja, genau so sind meine Folgen. Ja, fängst du auch mal an, was zu bauen und dann fängst du was anderes an zu bauen und dann fällt dir ein, dass das andere noch nicht fertig gebaut ist. Ja, genau. Oder ich gehe ganz tief unten in die Mine und bin voll gut vorbereitet, habe aber keine Spitzhacke mitgenommen. Oder vergesse so Holz mitzunehmen. Ja! Irgendwelche Sachen gefallen mir schon ein. Oh, danke, das beruhigt mich sehr. Auch wenn du es nur sagst, um mich zu beruhigen, ist okay. Ja, nee, das ist bei mir auch wirklich so.
Weil letztens, als ich gestrippt meint habe, ist mir einfach wirklich mein ganzes Holz, ich habe nicht gecheckt, weil ich so krass gestrippt meint habe, ich hatte so wenig Holz mitgenommen und dann, lol, nur eine, ich bin nur eine Steinspitzhacke übrig geblieben mit Haltbarkeit, wo alles schon ganz rot war. Also ich, scheiße, wie soll ich jetzt hier rauskommen? Aber ich hab noch den Weg gefunden. Und dann richtig so am Arsch, richtig weit weg. Ich wollte mich eigentlich so quasi hochbauen wieder, aus dieser Höhle. Aha. Aber ging ja nicht mit der ich hatte ja keine Spitzhacke mehr. Und dann musste ich einfach diesen scheiß Weg finden, so eine Stunde lang. Aber ich glaube, ich, ja, nee, eine Stunde ist übertrieben, aber eine halbe Stunde auf jeden Fall. Das frag mal halt, ne? So oft ist mir das schon passiert. Ich habe mal eine richtig geile Aufnahme zusammen mit Nico, also mit Kunga gemacht. Ja. Da sind wir in Nether gegangen und wollten Glowstones farmen. Und da haben wir uns erstmal fett verlaufen. Und haben uns dann, wollten uns dann irgendwo durch einen fetten Berg einfach durchbuddeln, weil wir die Richtung ja ungefähr wussten. Und dann kam, und er halt vor mir, super geil, voll die fetten Stacks mit Glowdust. Und dann kam Lava und er verreckt in der Lava. Ich habe halt sein Zeug eingesammelt und hatte aber nicht mehr genug zu essen. Und dann er von außen versucht, mich zu finden im Nether, um mir Essen zu bringen, dass ich den Weg nach Hause überlebt. Das ist so geil geworden einfach. So verplant. Oh, ja, das war eine sehr coole Folge eigentlich. Aber heute im Nether war eigentlich auch wieder wunderschön. Ne? Da war ich gar nicht mit, nee. Da bin ich gar nicht mitgekommen. Ein Traum. Und das ist nämlich sehr, sehr geil. Da hat nämlich jemand in den Weg vom Portal irgendwo Richtung runter einen Block rausgeschlagen. Und ich weiß gar nicht mehr, Rivi, Kevin und Early, oder ist Early auch runtergefallen? Sind alle durchgefallen und gestorben. Ja. Und keiner wusste, wer das Loch reingeschlagen hat in den Weg. Erst haben sie gedacht, ich wäre es gewesen, aber ich war es hundertprozentig nicht. Ich habe es auch im Video aufgenommen, dass ich es nicht war. Und es ist immer noch nicht klar, wer es war. Toll. Es wird nochmal spannend, ob jemand dazu ein Video hochlädt. Das wäre so krass. Ich würde voll gern hier auf dem Server irgendwie mehr, ein bisschen mehr Roleplay haben. Aber es ist schwierig. Also, ne, geht eigentlich nicht. So ein bisschen mehr halt. Ein bisschen mehr, dass ich mich mehr in meinem Film bin. Ich mag das so, wenn man sich so in Rollen versetzt. Ja, man kann ja sich zu sowas dann treffen und sagen, wir machen jetzt das und das und dann macht man, ignoriert man halt die, die nicht mitmachen. Aber ich fände es auch cool, wenn wir so viele Events irgendwie machen, nämlich Partys oder irgendwie Grillfete oder Markt, wo man, ja gut, Markt klauen ja eh alle, alles. Hallo? Ey, mal entgemoved. Ja, ne? Einfach mal gemoved. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich weiß zwar noch nicht, wie lange ich gerade aufnehme oder wie ich das schneide, keine Ahnung. Ich beende das jetzt hier mal und schneide schon mal, damit es vielleicht heute noch online geht, weil morgen kommt der Rechner weg. Bis dann.